Herzlich willkommen zum nächsten Part. Es ist die zweite Hexenkönigin des Plays. In diesem Part werden wir mit der, falls du mir, ich akzeptiere, ne, falls du diese akzeptierst, Quest weitermachen, indem wir halt die Operation Sarah Schild wieder auf legendär machen und dafür halt eben dann halt eben den Bauplan da holen. Die Footage vom letzten Mal nehmen und das Ganze einfach komplett schweigend machen und dann halt eben nur den Endteil ändern. Na gut, das wäre halt ein bisschen viel zu lazy. Also ab geht's. So. Ich bin mal kennt's einfach mal mit so einem Aufzug, Raketenbooster-Ding, einfach mal auf eine, so eine Space Station befördert. Ja gut, das ist eine normale Kapsel, aber ja. Ich bin so, wie das funktioniert, kann man es ja wirklich mal als einen Aufzug bezeichnen. Also, ja. Ab geht's jetzt hier durch. Ich verwende das. Ja, okay. Und jetzt kümmern wir uns mal um den gesamten Laden hier. Ja, klar. So. Ich würde sagen, die kleinen machen wir zuerst fertig und dann kümmern wir uns um den großen. Okay. Machen wir den alle. Und, hallo. Ja, vielleicht mal gut den Bogen ganz zu spannen. So. Hätten wir die alle gleich vom P weg. Okay, der braucht zwei. Und jetzt, wo ist der? Oh, natürlich, hinter mir. Ja. Treffen sei gelernt. Auf jeden Fall. Okay, kann ich auch mal was anderes machen, als komplett daneben zu schießen. Und zack. Hätten wir den auch soweit. Können wir uns hier dann das Terminal machen. Da müssen wir jetzt hier auf die andere Seite durch die Luftschacht. Hier, der auch komplett offen ist. Das heißt, ich hätte nicht mal drauf schießen müssen. Aber ja. Ansonsten kann man es dann dran machen, hier das Sorting aufzumachen, hier wieder ins Terminal zu gehen und dann halt das andere aufzumachen. Hier durch die Laserbarriere müsste man da durch. Das habe ich halt schon offscreen gemacht. Wäre vielleicht besser gewesen, ein bisschen was davon aufzunehmen, aber ja, das geht auch so. Okay. Kann ich auch mal. Okay, ne, 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 ne. So sinnlos werde ich hier nicht sterben. So. Ich bin hier ein bisschen zu hektisch mit der Zielerei. So, und da so denke ich mal, wird das hier besser funktionieren als beim letzten Mal. So, jetzt dürft hier die Tür aufgehen. Dann haben wir den Sentinel da drüben. Der könnte jetzt erstmal ein paar Pfeile fressen. Und dann können wir uns hier gleich auf den Weg machen, die Tür aufzumachen. Ich finde, dieser Blendungseffekt ist halt ein bisschen lästig, vielleicht für die Leute, die das Video schauen gerade. Aber im Großen und Ganzen hindert mich nicht dran zu treffen. Auch wenn ich hier trotzdem gleich gestorben wäre, wäre der Effekt nicht runtergegangen, wenn ich halt eben gerade gesprungen wäre. Ja. Und damit wäre meine nächste Station. Den mal von der Distanz weg machen, weil die werden zulässig anders da. Und ja. Dann könnten wir uns hier dran machen, das ganze Feld freizuräumen. Ja, okay. Also Mitte, Anfang, Ende. Okay. Okay, nochmal kurz nachchecken. Und direkt am Anfang verkacken. Ja. Das hat mich aber direkt gegrillt, hätte ich dieses Upgrade nicht. So. Also Mitte, Anfang, Ende war es. Okay. So. Und ab rein da. Wunderbar. Was? Oh komm, ey. Okay, den Teil lasse ich sowas von da drin. Ach so, stimmt. Muss ich jetzt da rein. Aber jetzt Moment. Das war wohl mit der beste Durchlauf, den ich durch diesen Raum je gehabt habe. Bis jetzt. Ja, klar. So. Okay. Ich weiß zwar nicht, was hier gerade passiert ist, aber das können wir mal so stehen lassen. Und gleich in einem Atemzug die Agentenstörung Stärkung bekommen und den Typen weggeflext. So. Ab in den nächsten Raum. Und hier haben wir direkt schon wieder das nächste Empfangskomitee.
Komm, mach dein Schild weg. Okay, jetzt aber. Na klar. So. Ne. So. Jetzt wird das zumindest ein paar davon erwischen. Und wenn ich den Helium trinke, wahrscheinlich trotzdem nicht wirklich viel anhaben kann. Das ist halt das Problem an der Gesamtgeschichte. Es macht halt kaum Schaden, was ich dem reindrücke. Und natürlich ist da noch mal so einer. So. Jetzt muss ich hier natürlich wieder heftig aufpassen. So. Na klar. So. Und Schuss weg mit euch. So. Weg mit euch allen lästigen Insekten. So. Komm jetzt. Ach, kommen jetzt schon wieder so welche, oder? Uncool. Aber wenn ich die alle trotzdem kommen sehen kann. So, noch so einer von denen. Nee, auch gut. So. Okay, jetzt. Okay, jetzt muss ich auch noch so passen. So. Okay. Irgendwie wird das hier noch richtig gefährlich. Ich meine, es ist ja jedes Mal, egal wie ich jetzt hier durchgehe. Wäre auch mal zu viel verlangt, wenn man auch ohne so einen gewaltigen, übertriebenen Wahnsinn halt Aufmerksamkeit auf sich locken könnte. Auf sich ziehen, wenn ich. Ah, ja, ändert auch nichts wirklich. Ja, komm. Nö. Sowas von überhaupt nicht. Okay, jetzt aber. Ja, klar. Wie viel von denen habe ich denn bitte noch an der Backe, ey? Nicht, das da ist einfach nur der letztigste Ra überhaupt. Okay, das ist vielleicht nicht so die beste Idee. Na gut, der geht daneben, ne? Ist eigentlich einfach nur, weil ich jetzt hier nicht wirklich groß auf die schwere Muni jetzt schon gehen will. Ich sowieso weiß, dass das nicht mal ansatzweise genug Schaden reindrückt, oder? Wie auf ein neues. Diesmal dürfte das aber jetzt ohne Schaden gehen können, oder? Oder nachsetzt, ich weiß eh nicht, was jetzt genau in der Part landen wird und was nicht. So oder so, letzten Endes geht es jetzt erstmal darum, halt eben den nächsten Teil hier zu erfüllen. Und damit können wir jetzt erstmal weiter halt unseren Weg zur Praxis machen. Den da platt machen. Ich weiß, das wird jetzt wahrscheinlich schon was anderes. Wird jetzt vielleicht ein kleiner Teil davon drin bleiben und dann halt eben ein anderes mehr, aber ja. Okay, da war ein bisschen zu riskant gerade. Okay. Das dauert jetzt zu viel auf einmal. Ja. So. Hallo. Und damit hätten wir die auch so weit weg. Ja gut, jetzt sind natürlich nochmal die Pestbeulen. Ja, machen wir das halt einfach so. Okay. Und natürlich. Tschüss. So. Na klar. Als ob ich mich so dumm hops nehmen lasse. So, wo sind jetzt hier noch so von den welchen von den Zugschwebern? Und ich bin sowas von tot gerade. Ja, naja, aber.
Panzer. Der war zu gefährlich, um ihn stehen zu lassen. Genauso wie die Suchschweber, die da drüben noch rumschweben. Ich meine, gut, der Typ mit dem Buff, den ich gerade brauche, ist auch nicht gerade besser. Anders jetzt, der wenigstens nicht ganz so stark eine Bedrohung wie die anderen Typen. Die Range, jedenfalls. So, gibt das her. Und dann. So, zack, zack. Und zack. Alles auf einer Anhieb getroffen. Und dann können wir den auf der Distanz wegholen. Und den können wir auch noch einfach verpassen. Ja. Das ist mal auf jeden Fall etwas passiert. Ja, gut. Das geht alles schon so, wie es ist. So, und das wird nach hinten losgehen. Ne? Oder ich schaue gerade so auf die Plattform. Das geht auch. So. Und ich werde sowas von über den Haufen geschossen gleich. So. Jetzt aber. So. Na klar, jetzt muss ich mich hier noch mit den Ogern abfinden. Weil ich mache ich mir das eigentlich gerade unnötig kompliziert, verdammt nochmal. Und hier haben wir die freie Bahn, dass ich hier mal ein Stück vorrücken kann. Und na klar. Können wir dem mal ein bisschen Einhalt gebieten. Sobald wir die Ogre hier weg haben, aber sowieso freie Bahn. Im Großen und Ganzen jedenfalls. Ich meine, die Ritter sind noch ein bisschen lästig, aber das geht eigentlich noch im Vergleich. So. Und rein da. Die Fratz. Gut. Das ist auf jeden Fall mal bei weitem angenehmer als das letzte Mal, wo ich hier durch bin. Da hätte ich ja einfach das gar nicht mehr versuchen sollen. Ich spiele zu K.O. für den Mist. Naja, war gut. So viel besser bin ich jetzt auch nochmal nicht unterwegs. Legit, ein Fall hätte noch gefehlt, oder war gefehlt? Ja. Genau. Der Praxiskampf. So. Ab erstmal ein ganzes Magazin auf den entleeren. Aber wenn es jetzt vielleicht keine Präzisionstreffer sind. So. Und jedes Mal, wo ich dann halt riskiere, die Treffer zu machen, sieht man ja, was passiert. So. Die nimmt dann erstmal in einem Satz hops. Wo ist der jetzt schon wieder hin? Ah, der ist direkt unter mir. Dann machen wir das halt einfach so. Treffen wir den halt einfach von hier unten aus halt in ein paar Pfeile rein. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Jetzt wird es hier wieder mal das dezent riskant. So rum. Ja, okay, der war nicht so. So. Okay. Irgendwie bin ich hier gerade ziemlich langsam. Okay, da bin ich so richtig. Okay, jetzt hier nochmal nachladen natürlich. Ne. Ja, gut. Das da wird nochmal eine richtige lustige Nummer. Genauso jetzt will ich die Super noch nicht benutzen. So oder so war das schwere Munitionsding aber noch nicht wirklich rein. Ich meine, das sieht man ja, wie viel Leben der noch hat. Allein aus der ersten Phase raus. Okay. Ja, das wird gefährlich. Auf jeden Fall. Nein, 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 nein. Okay, jetzt muss. Das wird zu riskant gewesen ohne. So.
Und jetzt können wir uns wieder dem widmen. Auch wenn er wahrscheinlich eh nicht wirklich viele Treffer reinsetzen werden. Und ja, jetzt bin ich hart am Arsch. Wenn ich jetzt hier noch immer stehen bleibe. Oder trotzdem. Das geht auch. Ja. Wo ist der jetzt schon wieder? Ach komm. So. Hallo. Was wirklich treffen will, das ja manchmal nicht. Naja, gut. Irgendwie wird das schon. Warte. Nö. Nein. So. Okay. Warte, was? Oh, komm. Ja, komm, das wird jetzt noch ein richtig lässiges Ding. So gegen Schluss. Ich meine, der Dorraum ist zumindest halbwegs groß, aber dann halt eben gefüllt mit lästigen Gegnern, die ich mich gleichzeitig abgeben muss. Merkt man ja, ich bin wirklich gut Schaden reindrücken kann ich ihm nicht wirklich. Und so wirklich gut vorankommt man so auch nicht. Okay, damit habe ich mich eigentlich schon fast selbst ausmanövriert. Okay. Okay, der war daneben. Der hat nichts gesessen. Ja, auch nichts wirklich. Nur der letzte war was. So. Hat mal die alle mal auf den Weg. Und natürlich. So. Jetzt so ein bisschen. Hallo. Komm. Ja, okay. Jetzt wird es gefährlich. Hochziehen. Also gut, jetzt brauchen wir die anderen, den Buff da halt, um den halt eben den Unbesiegbarkeitsschild wegzumachen. Dafür gehen wir jetzt erstmal kurz hier die Munition tanken. Und dann halt eben zu dem Typen, der das hat. Ja, töten lassen, weil, ja. Okay. Sowas von möglich. Auf jeden Fall, dass ich hier noch sterbe. So. Jetzt hätten wir es aber. Auch wenn ich mich gerade ziemlich über den Haufen schießen gelassen habe, wo ich hier gerade runtergesprungen bin. Wenn es jetzt hier nicht richtig richtet, dann habe ich ein gewaltiges Problem. Ja, habe ich aber. Das wird auf jeden Fall noch eine lustige Nummer. So oder so hat man den vorletzten Part für die Session fertig. Also gut, ab an den Virus hochladen und dann sind wir hier fertig. So. Alles meins. So. Also gut, damit würde ich dann sagen, war es das mit diesem Part. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.